Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Diala, ich grüße dich. Deine Frage ist, du bist jetzt verlobt und glücklich, aber jeder mischt sich ein, was du zu tun hast. Und du kannst nicht selbst zu sein. Und deine Frage ist, sollst du dich zurückziehen, alles zurücknehmen oder Stärke zeigen, wirklich in dieser Beziehung bleiben? Dein Verhalten zeigt hier dieses Bild. Eine Hohepriesterin. Du brauchst dieses Wissen, diese Weisheit, die Zusammenhänge zum Erkennen. Du bist verantwortlich für dein Leben, für deine Handlungen, auch für deine Gedanken und Gefühle. Das geht niemand was an. Wir müssen schon anpassen und auf andere Menschen auch Rücksicht nehmen. Das ist Respekt. Aber lass das niemals, aber ja niemals zu, dass irgendjemand dir was vorschreibt. Lass das bitte nicht zu, auch nicht in die Beziehung, auch nicht in die beruflichen. Und warum? Du hast eine Seele und es wird den Tag kommen, wo du verabschiedest von Leben, aber deine Seele lebt weiter. Deine Seele verlässt dann deinen Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und du hast in diesem Moment, auch nach dem Sterben, hast du noch die volle Bewusstsein und hast du die Erinnerungen und auch Gefühle, das hast du alles. Und du blickst zurück. Und wenn in diesem Moment denkst du, ich habe meine Chancen verpasst, ich habe gar nicht gelebt, ich habe gar nicht so gehandelt, wie ich wollte, ich war nie selbst. Das ist bitter. Das ist bitter. Und wenn du das machst, was andere dir vorschreiben, dann kommt dieser Moment. Das kann ich jetzt schon sagen. Und das ist bitter. Und warum? Weil da kannst du nichts mehr ändern. Dann ist vorbei. Das heißt nicht, dass dein Leben vorbei ist, aber dann musst du zurück und etwas verbessern. Jetzt hast du noch die Chance. Nütz diese Chance, dein Leben so gestalten, wie du das vorstellst. Du musst nicht jeder gefallen. Wir können auch nicht jeder gefallen tun, weil das ist unmöglich. Aber gefalle für dich selbst. Und da sollst du die Verantwortung übernehmen. Wenn dein Verlobter dich liebt, und da bin ich sicher, dass er dich liebt, dann zeigt auch Verständnis. Und alle anderen haben dann nichts zum Sagen und du ziehst nicht zurück. Ja, nicht. Sondern zeigst, wie glücklich ihr beide seid
und du triffst die Entscheidungen und besprichst mit ihm, ob das für ihn in Ordnung ist. Und so handelt ihr, ihr zwei, du und er. Und anderen haben da nichts zum Suchen. Punkt. Wenn du das verstanden hast und davon überzeugt bist, dann hast auch die Kraft, das zu vermitteln. Und dafür brauchst du dich nicht entschuldigen. Erniedrige dich vor niemand. Und du musst auch nicht erklären, warum du das oder jenes machst. Das klärst du mit deinem Partner. Das ist vollkommen in Ordnung und das sollst du auch tun, weil ihr plant eine Ehe, ihr werdet gemeinsam leben, einen gemeinsamen Lebensweg steht vor euch und alles andere, für die andere brauchst du keine Erklärungen darlegen. Wenn sie versuchen, sich einzumischen und du möchtest gut dastehen, das musst du nicht. Sei immer freundlich, zeig deine liebevolle Art und wenn du etwas vorhast und für dich das in Ordnung ist, dann sei selbstbewusst und zieh das durch. Und wenn die anderen dich kritisieren dafür, dann setzt du klare Grenzen, ganz klare Grenzen. Wie steht er zu dir? Das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 2 bedeutet die Zweisamkeit und das, was er auch leben möchte. Die Zeit mit dir genießen und diese Partnerschaft genießen. Aber in diesem Raum steht eine dritte Person hier und beobachtet alles. Und diese dritte Person hat hier nichts zum Suchen. Und in diesem Tisch wird gespielt. Die spielen. Und das heißt, wenn er das nicht ändert, dann verspielt etwas in die Beziehung. Also er muss hinter dir stehen. Und das musst du mit ihm auch klären. Weil du als Partnerin darfst das auch sagen. Und wenn er dich liebt und wenn er mit dir glücklich sein möchte, dann steht auch hinter dir. Und damit meine ich nicht ständige Spannung oder Streit. Das wäre der falsche Weg. Aber signalisieren, dass das euer Leben ist und ihr möchtet das so gestalten, wie das dir gefällt, wie das ihm gefällt und ihr seid glücklich und alle anderen sollen das so akzeptieren. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Du hast den Licht in Hand. Und du beleuchtest dein Lebensweg oder euren gemeinsamen Lebensweg. Und das ist richtig, weil es geht um dein Leben, es geht auch um ihn, es geht um euren Leben. Und du bestimmst die Richtung. Und du hast diese Chance, das zu gestalten. Aber hinter dir ist eine Schlange. Und diese Schlange symbolisiert entweder die Angst, und das ist die schlechte Ratgeber, weil Angst blockiert immer. Also bitte von Angst verabschieden. Und Schlange symbolisiert auch eine weibliche Person. Das kann seine Mutter sein oder Geschwister oder sein Ex. Also jemand mischt sich da ein und das sollst du auch
sehen, auch wenn das alles hinter deinem Rücken passiert ist, trotzdem das wahrnehmen, welche Einflüsse kommen von außen, damit du reagieren kannst. Worüber macht er Gedanken? Er zeigt nach außen diese Fröhlichkeit. Wir haben uns alle lieb. Wenn das so ist, ist wunderbar. Ich freue mich auch für euch. Er auch und du auch. Aber wenn hier um Gemeinheiten geht, weil sie schwätzen über dich hinter deinem Rücken, oder gibt es vielleicht Intrigen, oder sie versuchen dich manipulieren, oder ihn, oder die schreiben dir was vor, weil sie wollen dich formen. Aber diese Recht haben sie nicht. Und wenn sie sich so benehmen, dann ist es gar nicht so fröhlich, wie das so erscheint. Also dann ist besser ein gewisser Rückzug. Aber nicht, weil du jetzt zurückziehen sollst von ihm, sondern die müssen nicht immer alles wissen, was ihr vorhabt. Die Geheimnisse. Deine Geheimnisse zeigt dieser wunderbare Schmetterling. Die Schmetterling ändert sich, verlässt die Raupe und entfaltet sich um ein Schmetterling. Das sind Prozesse. Und du befindest dich in diesem Prozess. Also verwandle dich wie ein Schmetterling und komm zu dieser Schönheit, komm zu dieser Leichtigkeit. Und jetzt schauen wir seine Geheimnisse an. Und das zeigt diese Traurigkeit. Hier im Bild sehen wir eine Frau, aber die Karten haben symbolische Bedeutung. Das handelt sich jetzt nicht um eine weibliche Person, sondern das zeigt seine Inneren, diese Traurigkeit. Er nimmt das auch wahr und das macht ihm aber auch traurig. Was verbindet euch? Das sind die Erinnerungen. Dieser Reichtum von Erinnerungen. Und das zeigt in die Richtung, dass ihr gemeinsam schon vieles erlebt habt. Habt ihr diese Erinnerungen? Kann auch bedeuten, dass kommen andere Erinnerungen, wie zum Beispiel Kindheitserinnerungen oder Erinnerungen von früherem Leben. Und ihr seid dabei, das aufzuräumen, zu euren Gefühlen stehen, euer Leben gestalten, dass ihr beide glücklich seid und du brauchst nicht davonlaufen. Und jetzt kommen die Klärungskarte. Welchen Gefühlen klären wir? Ich bin der Angsthase. Ich will mich am liebsten verstecken. Ich fürchte und sorge mich sehr. Also entweder hast du Angst oder hat er Angst oder habt ihr beide Angst. Dazu muss ich auch etwas sagen. Angst kennen wir alle. Aber nicht aufhalten, sondern umdenken an etwas, was dich begeistert, was ihn begeistert, was ihr gerne macht. Und so verschwinden die Ängste, weil Angst blockiert im Leben. Das sind immer die größten Stolpersteine. Lieber Diala, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute von Dendera.